Gute Tag, liebe Blogleser und Leid in YouTube-Land. Well, es Jahr ist wieder rum und es ist Zeit für mich ein Grischtdaag und Nei Yaahr Video zu machen. Es fühlt sich, als ich letztem Jahr sein Video gerade gemacht habe, aber nee, 12 Monate sind schon vorbeigegangen. So lass mich mit dem Katze Rickguck auf ein paar Dinge angefangen, die im Jahr 2015 geschehen sind. Viel Schlechtes ist im 2015 geschehen und vielleicht sollen wir 2015 als das Jahr von Terrorismus benennen. Es hat schon im Jänner angefangen, wenn die Terroristengruppe Boko Haram mehr als 2000 Leute in Nigeria tot gemacht hat. Im Hanning hat der Pakistani Phil der Grundsau sein Schatten gesehen, 6 Meter hoch von Winter. Und was ein Winter es war da in Pennsylvania. Es ist wohl arg kalt. Und oft haben wir Temperatures gehabt, die minus waren. In Matz ist ein großer Luftschiff von German Wings in die französische Alps runtergekommen. 150 Leute sind gestorben. Der Pilot war für sich schuldig. Im April hat es ein großer Erdrutsch in Nepal gegeben. Es war von 7.8 Magnitude gewesen und mehr als 8000 Leute sind gestorben. Im Mai hat Ireland gestimmt, Same-Sex-Marriage legal zu machen. Sie war das erste Land, sowas abzustimmen. Nach 54 Jahren in July hat Amerika und Kuba eine neue Freundschaft gemacht. Im September ist es rausgekommen, als der hochdeutsche Company Volkswagen etwas Schlechtes mit ihrer Dieselmaschine gemacht hat und dann müssen sie viel Geld bezahlen. Mehr als 11 Millionen Maschinen haben das Problem. Und NASA hat bekannt gemacht, als sie Wasser auf Mars gefunden hat. Im November hat ISIS wieder einen Angriff gemacht. Selles Mal war es in Paris, Frankreich. Mehr als 132 unschuldige Leute sind gestorben. ISIS ist das größte Problem, das die Welt vor sich hat. Mal sehen, und ich bete, als im 2016 wäre sie vorbeigehe. Im 2015 ist eine neue Königstochter in England geboren und die Königstochter Charlotte wurde in Moy geboren. Viel bekannte und wichtige Leute sind im 2015 gestorben. King Abdullah von Saudi-Arabien, der Leonard Nimoy, der Günther Grass, der B.B. King, der Yogi Berra und die Maureen O'Hara. Und für uns Deutsche, wir haben zwei große Freunde von unserer Spruch verloren. Der Dr. Dan Yoder und der Peter Fritsch. Na sind sie im Himmel und schwätzen Deutsch mit der Engel. Für ich und meine Familie 2015 war ein gutes Jahr. Meine Kinder sind gewachsen und meine Tochter schwätzt mehr Deutsch jeden Tag. Der kleine Oscar kann noch nicht schwätzen, aber vielleicht im 2016 wäre er sein erster deutscher Wadersauer. So nah ist die Zeit, wann wir auf ein abartiges Popli denken. Grischtdaag ist viel mehr als Geschenke, Beam mit Lichter, große Ims und schöne Lieder. Für uns christliche Leute ist es ein neuer Anfang und der Ankommen von unserem Herr. Unser Herr, der kommt, um alle unsere Sünden wegzunehmen. Mein Wunsch für euch, selles Jahr, sind, dass wir da in der Welt Fried finden können. Als Leute, die kein Haus haben, einen Platz finden können. Als die Leute, die mit aus Arbeit sind, einen guten Job finden können. Als die Leute, die krank sind, eine Antwort zu ihren Problemen finden können. Als die Länder in der Welt, die in Krieg sind, in ewiger Fried finden können. Ich weiß schon, dass der Bellschnickel nicht all meine Wünsche vollenden kann, aber ich frage ihn ein Jahr. Und persönlich will ich gleich ein bisschen mehr sauer. Sel kommt gerade von meinem Herz. Ich bin so froh für all die Unterstützung, als all meine Blogleser, Facebook-Freunde und andere Internet-Freunde mich im Jahr 2015 geben haben. Natürlich werde ich im 2016 wieder neue Blogposts schreiben und Videos machen. Natürlich werde ich so viel tun, als möglich für unsere schöne Spruch zu behalten. Ich hoffe, dass all von euch mir mithelft. Aber für nah sage ich einfach, herrlicher Grischtdaag. Und ich wünsche euch ein herrliches, glückliches
und gesundliches Neujahr 2016. Bis jänner, mach's gut und schwätz Deutsch.